Herzlich willkommen zu diesem neuen Random Lernvideo. In diesem Video wird es um Lupen gehen. Um sicherzustellen, dass wir alle auf demselben Stand sind, werden wir wiederholen, wie der Mensch sieht. Daraufhin werden wir Alltagsbeispiele für Lupen anführen. Im weiteren Verlauf werden wir uns mit der Funktionsweise von Linsen und konvexen und konkaven Krümmungen beschäftigen. Zum Schluss stellen wir vor, wie man Brechkraft, Bildweite und Vergrößerung berechnet. Dies werden wir anhand von Rechenbeispielen festigen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Random Lernvideo. Als Einstieg in dieses Video bzw. als kleine Wiederholung klären wir erst einmal, wie der Mensch sieht. Um ein Objekt sehen zu können, muss Licht vorhanden sein, das auf das Objekt fällt. Das Objekt wirft das Licht wieder zurück. Wenn man auf das Objekt schaut, nimmt man das zurückgeworfene Licht mit den Augen wahr. Das Licht gelangt daraufhin durch die Linse, die unmittelbar zwischen Pupille und Netzhaut liegt, die das eingetretene Licht vor Erreichung der Netzhaut bündelt, sodass ein scharfes Bild entstehen kann. Zudem entscheidet der Winkel, in dem das Licht auf das Auge trifft, darüber, wie das Gehirn die Größen einschätzt. Wird eine Lupe benutzt, so bricht die darin enthaltene Linse das Licht so, dass der Einfallswinkel des Lichts manipuliert wird. Folglich interpretiert das Gehirn das Bild größer. Wie Linsen genau funktionieren, gehen wir im weiteren Verlauf des Videos noch genauer ein. Nachdem wir jetzt wiederholt haben, wie der Mensch sieht, können wir uns die Frage stellen, wo man neben der konventionellen Lupe noch Lupen im Alltag findet. Als erstes fallen einem vermutlich Brillen ein, die das Gesehene für die Betrachter anpassen und vergrößern bzw. verkleinern. Ähnliches trifft auf Ferngläser zu, die weit Entferntes vergrößern. Außerdem gibt es Lupen in Kameralinsen, bei zum Beispiel Handykameras. Schauen wir uns nun einmal den Aufbau einer Lupe an. Eine Lupe besteht eigentlich meist nur aus einer Linse, die in einem Stiel befestigt ist. Die Linse einer Lupe vergrößert das Betrachtete. Je nachdem, wie die Linse geformt ist, wird das Licht, das die Linse durchquert, anders beeinflusst. Es kann im Fall einer Lupe auf einen Punkt gebündelt werden. Diesen Punkt nennt man Brennpunkt. Das kann man sich auch gut mit einem einfachen Beispiel merken. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gemacht oder zumindest gehört, dass wenn man die Linse ins Sonnenlicht hält, dass das Sonnenlicht so sehr bündelt, dass es zu einer kleinen Flamme kommen kann. Der Bereich zwischen Mittelpunkt der Linse und dem Brennpunkt wird als Brennweite bezeichnet. Derartige Linsen heißen auch Sammellinsen. Sollte die Linse anders geformt sein, würde das Licht, nachdem es die Linse passiert hat, auseinandergestreut werden. Folglich wäre der Brennpunkt vor der Linse, genauso wie die Brennweite. Solche Linsen werden auch als Zerstreuungslinsen bezeichnet. Ob eine Linse das Licht bündelt oder streut, hängt von der Krümmung ab. Welche Krümmungen es gibt, klären wir jetzt. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen zwei Krümmungsverhalten. In der Überschrift kann man schon erkennen, wie diese heißen. Die beiden Krümmungsverhalten heißen konvexe Krümmung und konkave Krümmung. Eigentlich kommen diese Begriffe gar nicht aus der Physik, sondern eigentlich aus der Mathematik. Dieser sind eigentlich nur eine Bezeichnung für das Krümmungsverhalten einer Funktion. Konvexe Linsen weisen eine Linkskrümmung auf und es gilt f' von x, also die zweite Ableitung, ist kleiner als 0. Das andere Krümmungsverhalten heißt konkave Krümmung. Bei diesem gilt, die zweite Ableitung von f von x ist größer 0. Das heißt, die Linse ist rechts gekrümmt. Wenn wir jetzt die Krümmungsverhalten auf Linsen übertragen, kann man auch zwischen Sammel- und Zerstreuungslinsen weiter differenzieren. Zu den Sammellinsen zählen bikonvexe, plankonvexe und konkav-konvexe Linsen. Diese Linsen bündeln das Licht auf einen hinter der Linse liegenden Brennpunkt. Neben den Sammellinsen gibt es die Zerstreuungslinsen. Dazu zählen konvex-konkave, plankonkave und bikonkave Linsen. Wie zuvor beschrieben, liegt der Brennpunkt bei diesen Linsen vor der Linse. In unseren vorherigen Beispielen hatten wir eine bikonvexe Linse und eine bikonkave Linse. Nachdem wir jetzt die Funktionsweise von Linsen und die verschiedenen Krümmungen behandelt haben,
können wir zur Berechnung kommen. Um uns das Gesamte noch einmal zu veranschaulichen, bietet sich eine Abbildung an. Als erstes haben wir den Gegenstand und die Linse. Das vom Gegenstand reflektierte Licht trifft auf die Linse und wird auf der anderen Seite der Linse gebündelt, sodass ein Bild entsteht. Am Gegenstand kann man die Gegenstandsgröße groß G und am Bild die Bildgröße groß B ablesen. Zwischen Gegenstand und Linse befindet sich die sogenannte Gegenstandsweite klein g. Hinter der Linse bis zum erzeugten Bild liegt die Bildweite klein b. Dazu kommt noch die sogenannte Brennweite klein f. Diese beschreibt den Abstand zwischen Brennpunkt und Linse. Die Brennweite existiert zudem auf beiden Seiten der Linse gleichermaßen. Alle dieser Größen werden in Meter angegeben, da sie Streckenangaben enthalten. Um jetzt mit diesen Größen rechnen zu können, müssen wir ein paar Formeln einführen. Um die Vergrößerung groß V zu berechnen, gibt es zwei Formeln. Einmal 1 durch klein f ist gleich 1 durch klein g plus 1 durch klein b. Und groß b durch groß g ist gleich klein b durch klein g. Die Vergrößerung hat übrigens keine Einheit. Neben der Vergrößerung lässt sich auch die Brennweite groß d berechnen. D ist gleich 1 durch klein f und wird in 1 durch Meter oder in DTP, also Dioptrien, angegeben. Kommen wir nun zu den Beispielrechnungen. Wir werden mit euch zwei Rechnungen durchrechnen. Beginnen wir nun mit der ersten Rechnung. Als erstes müssen wir schauen, was wir gegeben haben und was gesucht ist. In diesem Fall haben wir die Brennweite klein f und die Gegenstandsweite klein g gegeben. Die Brennweite beträgt dabei 20 cm und die Gegenstandsweite 40 cm. Gesucht sind die Brechkraft groß D und die Bildweite klein b. Als erstes müssen wir die 20 cm und die 40 cm in Meter umrechnen. Danach können wir die entsprechenden Formeln zur Hand nehmen. In diesem Fall benötigen wir D ist gleich 1 durch f, klein f ist 0,2 Meter. Daher müssen wir 1 durch 0,2 Meter rechnen. Dabei erhalten wir 5 1 durch Meter, was 5 Dioptrien entspricht. Kommen wir nun zur Bildweite. Um diese zu berechnen, müssen wir die Formel 1 durch klein f ist gleich 1 durch klein g plus 1 durch klein b umformen. Demnach wären 1 durch klein b gleich 1 durch klein f minus 1 durch klein g. Wenn wir nun die Werte einsetzen, erhalten wir 1 durch 0,2 Meter minus 1 durch 0,4 Meter. Wenn wir dies jetzt auch noch ausrechnen, erhalten wir 1 durch klein b ist gleich 1 durch 0,4. Hier können wir einen einfachen mathematischen Trick anwenden. Wenn man zwei Brüche gleichgesetzt hat, kann man beide Brüche einfach umdrehen. Folglich ist klein b 0,4 Meter. Kommen wir nun zur zweiten Beispielrechnung. Bei dieser Rechnung sind die Bildweite groß B mit 8 cm und die Gegenstandsgröße groß G mit 4 cm gegeben. Gesucht ist in diesem Fall die Vergrößerung groß V. Um groß V zu berechnen, benötigen wir die Formel groß V ist gleich groß B durch groß G. Wenn wir die Werte einsetzen, erhalten wir 8 durch 4. Dabei werden die Einheiten dieser Werte eliminiert, da sie sich herauskürzen. Dies passt auch zur Annahme, dass die Vergrößerung groß V ein Faktor ohne Einheit ist. 8 durch 4 ergibt den Faktor 2. Damit wissen wir, dass die Vergrößerung groß V 2 beträgt. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und helfen konnte, die Funktionsweise von Lupen zu verstehen. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Wie immer könnt ihr Wünsche und Vorschläge für neue Random Lernvideos in den Kommentaren dalassen. Checkt auch unseren Discord-Server und unser Instagram-Profil ab.